Hi zusammen, ich bin Laura, ich spiele bei der Eintracht und ich... Oh, da kommt mein Essen. Es ist zwar keine Frage, aber bei mir gibt es heute einen Bowl. Ja, wie gesagt, ich bin Laura und ich beantworte euch heute ein paar Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Die erste Frage ist vielleicht ganz passend gerade, Kebab oder Currywurst? Ich esse tatsächlich kein Fleisch. Insofern würde ich auf die Frage wahrscheinlich mit Falafel antworten. Die zweite Frage ist, wie war das Gefühl nach deinem ersten Länderspieltor? Mein erstes Länderspieltor war gegen Montenegro, in Montenegro. Da haben wir 3-0 gewonnen und ich habe das zweite Tor, glaube ich, geschossen. Aber ich habe mich jetzt nicht besonders cool danach gefühlt, weil ich ungefähr mit meinem großen Zeh nur dran war. Wenn ich das in der Zeitlupe nochmal angucken will, das kann man nicht mehr erkennen, dass ich noch berührt habe. Ich schwöre aber, ich habe ihn berührt. Aber dementsprechend habe ich mich nicht ganz so cool gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte damit gar nicht so viel zu tun. Hier will jemand wissen, ob ich sportpsychologisch individuell arbeite und wenn ja, wie. Ich habe in der Vergangenheit mit einer Sportpsychologin gearbeitet. Das war auch an dem Punkt wirklich überfällig, ich glaube. Dass ich persönlich jemand bin, ich habe auf jeden Fall Hilfe gebraucht zu der Zeit, weil ich glaube, im Sport hat man immer viele Herausforderungen und muss auch mit sehr viel Druck umgehen und ist nicht jeder besonders gut darin, damit umzugehen. Ich war zum Beispiel nicht besonders gut darin. Insofern hat mir das sehr geholfen. Aktuell bin ich nicht in sportpsychologischer Betreuung. Aber ich habe, glaube ich, aus den Stunden, die ich hatte, sehr viel gelernt und ich möchte auch in Zukunft wieder sportpsychologisch mehr arbeiten. Meine gute Freundin Lina Magul fragt, wie lang sind deine Beine? Lass es uns rausfinden. Ich habe zufälligerweise gerade einen Maßstab da. Nee, Zollstock heißt es. Meine Beine sind... Also ich habe jetzt mal bis zur Hüfte gemessen und das sind so ungefähr 106 cm, falls es deine Frage beantwortet. Die nächste Frage ist gar keine Frage, sondern einfach eine Aussage und ich finde, wir können alle uns mal ein paar Sekunden nehmen, um das einfach mal durchsickern zu lassen. Das fand ich sehr schön. Und zwar steht hier, die Dinge des Herzens kann man nicht erklären. Es macht, was es will. Fragt jemand, was gefällt dir an Frankfurt als Stadt am meisten? Schwer sich da auf einen Punkt festzulegen. Ich glaube, ich mag die Leute, also es ist sehr Multikulti. Ich mag die ganzen kleinen Ecken, die man vielleicht jetzt nicht so klassisch von Frankfurt kennt. Also zum Beispiel, ich wohne in Bockenheim, ich liebe den Stadtteil und die kleinen Cafés. Ich finde es am Main auch sehr schön. Ja, und sonst eigentlich, es gibt nicht so viel, was mir nicht so gut gefällt. Was mich auch sehr viele Leute fragen, wie war deine Zeit in den USA und was hast du studiert? Ganz grundsätzlich war USA eine super Zeit. Ich habe es total genossen. Ich fand es super interessant, mal eine andere Kultur kennenzulernen. Es war ein anderer Fußball auch in vieler Hinsicht. Und ich habe da Psychologie studiert. Ja, also ich habe einfach total viel mitgenommen aus den 2 Jahren. Sehr gut Englisch gelernt, auch wenn das langsam wieder nachlässt. Aber ich würde jedem, der da Lust drauf hat, das empfehlen. Dann fragen auch viele, wie viele Jahren ich begonnen habe, Fußball zu spielen. Tatsächlich war ich schon, glaube ich, mit 4 im Verein und habe auch davor immer gespielt. Das hat jetzt keinen besonderen Grund. Also in meiner Familie war eigentlich niemand Fußballer. Aber irgendwie hat mir das so Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe im Kindergarten auch schon immer mit den Jungs gespielt, in der Grundschule sowieso. Deswegen habe ich das einfach gemacht. Ich finde es schön, dass es auch eine Weihnachtsfrage reingeschafft hat. Und zwar... Was gibt es Weihnachten bei uns zu essen? Weihnachten kocht meine Oma bzw. meine Mutter und meine Oma und mein Opa alle zusammen eigentlich. Am 24. gibt es, wie spricht man das aus, Roastbeef mit Bratkartoffeln, richtig lecker, und einer Soße. Und dann essen wir am 25., 26. Ich glaube, letztes Jahr gab es Gans oder Pute, eins von beiden, mit Knödeln, klassisch Rotkohl. Und eine Soße. Mega lecker. Habe ich ein Ritual vor dem Spiel und wenn ja, welches? Nicht wirklich. Ich hätte gerne eins. Ich versuche mir eins anzueignen.
Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass ich immer meinen linken Skimann-Schoner und meinen linken Stutzen zuerst anziehe und meinen linken Schuh. Also ich fange immer links an und gehe dann rechts rüber. Ich weiß nicht genau warum, aber will das jetzt auch nicht mehr ändern. Und ansonsten habe ich eigentlich immer so 2-3 Minuten, bevor wir zum Aufwärmen rausgehen und auch bevor wir zum Spiel rausgehen, wo ich wirklich einfach sitze und visualisiere oder mir einfach ein paar Minuten Zeit nehme, ein bisschen runterzukommen, beziehungsweise die Spannung hochzufahren. Ansonsten habe ich nicht wirklich ein Ritual. Wer ist dein Roomie bei der Eintracht und der Nazio? Bei der Nationalmannschaft habe ich jetzt noch keinen Roomie, weil ich ja auch während der Corona-Zeit vor allem die Einladungen bekommen habe. Bei der Eintracht, wie gesagt, im Moment auch niemand. Ansonsten ist es dieses Jahr normalerweise meine gute Freundin Geraldine Reuteler. Ja, ich freue mich auch wieder, wenn ich wieder ein bisschen Gesellschaft habe auf dem Zimmer, hoffentlich bald. Wie ist es für Frankfurt zu spielen? Ich finde es total cool, dass wir jetzt unter dem Dach der Eintracht sind. Ich merke auch, wenn ich in der Stadt rumlaufe mit den Eintracht-Sachen, dass Leute einen ansprechen. Die Begeisterung für den Verein hier in der Stadt ist riesig. Wir haben total gute Möglichkeiten, mit dem Verein auch weit zu kommen. Und ich merke es schon von Anfang an, seit dieser Saison, dass sich was tut. Auch wenn wir vielleicht noch nicht ganz da sind, wo wir sein wollen. Es ist ja ein längerer Weg und ich habe das Gefühl, wir sind auf einem sehr guten Weg und das gibt mir auch persönlich als Spielerin ein gutes Gefühl und ich freue mich auf alles, was kommt. Vielleicht ganz gut als abschließende Frage, was machst du heute Abend noch? Also ich habe noch Training und danach werde ich mir schön das Bachelorette-Finale angucken mit ein paar Freunden, ein bisschen was kochen und dann schön früh ins Bett. Ich bin irgendwie müde heute. Ich bedanke mich für eure Fragen. Ich werde mich jetzt auf mein Essen konzentrieren, aber ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit mit eurer Familie, bleibt gesund und einen guten Rutsch.